Zum Glück haben wir die Taschenlampenvorrichtung hier an unsere Knarre angebracht, ey. Das Material wohl heiß, das stand auch nirgendwo, ne? Vielleicht stand es in einer der E-Mails, die ich nicht lesen konnte, weil die zu klein waren. Da ist wieder eine Tür. Keep your friends close. Oh, da steht einer. Ist das der Cube? Den nehmen wir kurz aus. Aha, okay. Alter, was geht jetzt ab? Oh nein, Virginia! Zum Teufel! Und jetzt? Ich glaube, jetzt können wir uns entscheiden, ob wir hier auf der Insel bleiben oder nicht. Da ist Timmy mit seinem Vater. Die beiden aus dem ersten Teil. Wir können diese Insel verlassen. Mit dem Flugzeug, mit dem Hubschrauber. Aber ich will auf der Insel bleiben und weiterbauen. Ihr beiden, ich wünsche euch... Oh Gott, jetzt muss ich... Oh Gott, was ist das für eine Entscheidung? Was ist mit Virginia? Was war da los? Gott. Leute, ich wünsche euch einen guten Flug, aber ich muss hier noch... Ich muss die Insel noch bevölkern. Ich muss das in Ordnung bringen noch. Hier sind noch so viele Mutanten, ihr beiden. Das kann ich hier so nicht zurücklassen. Es geht einfach nicht. Ich wünsche euch einen guten Flug. Oder vielleicht... Tja, okay, was passiert denn? Wenn ich jetzt meinen Rucksack nehme, fliegen die dann weg? Oder warten die auf mich? Ich kann doch meinen Rucksack noch mitnehmen. Forest. Errungenschaft Fight Demons. Ist mitten in der Nacht. Okay, die steigen alle in den Helikopter. Haben Sie Kelvin wieder mitgenommen? Die hätten jetzt auch in diesem Helikopter sitzen können. Aber wir haben uns dagegen entschieden. Weil wir noch weiterbauen wollen. Alter, sick. So, okay. Ich werde jetzt hier erstmal kurz... Ach Gott, ich bin... Was war das jetzt für ein Ende, hä? Warum muss es am grünen Nacht sein? Wir hätten jetzt so schön noch sehen können, wie die da wegfliegen. Das ist mitten in der Nacht. Was geht hier ab? Ich baue immer noch kurz so ein Zelt.
Das kann das. Ich. Nee. Jetzt kann ich hier nur speichern und nicht schlafen? Ah, doch, gut. Ich wahrscheinlich muss ich warten, bis sie wechseln mit dem Helikopter. So, Leute. Was bitte ist jetzt los gewesen? Wir können ja auf jeden Fall auch noch mal die Endsequenz machen mit wenn wir sozusagen wegfliegen, aber ich wollte ja auf der Insel bleiben. Ich will hier noch bauen. Jetzt sind. Okay. Fassen wir kurz zusammen. Also, wir haben gegen diesen abgefuckten Dämonenboss gekämpft. Haben ihn besiegt. Dann haben wir den Cube gesehen. Ich dachte, es wäre eine Tür, aber es war schon der Cube. Da stand Timmy. Mit dem Laptop in der Hand. Dann sind wir alle in den Cube rein. Der Cube ging zu. Dann waren plötzlich noch Virginia und Calvin da, sind auch noch mit in den Cube reingehüpft. Aber dieser Asiate da in dem silbernen Anzug, der ist dann aus, der ist draußen geblieben, hat es nicht reingeschafft. Wir sollten ja auf jeden Fall instayen, stand da ja auf dem einen Zettel, das haben wir auch gemacht. Und dann sind wir plötzlich in einer anderen Dimension. Ja, man, glaube ich, echt in einer anderen Dimension. Da war ja so eine Stadt mit so einem Mond, so einem anderen Mond, so ein bisschen Hightech-mäßig Stadt. Ist das die Dimension der Dämonen gewesen oder was? Oder wo kommen die Dämonen jetzt her? Oder wo kommen die Dämonen jetzt her? Oder ist es einfach, tatsächlich einfach die Hölle? Hier unter der Insel ist der Eingang zur Hölle und da kommen die Dämonen her? Aber wer hat den Cube denn hergestellt? Da waren auf jeden Fall keine Menschen, sowas kann doch keiner herstellen. Wahrscheinlich hat jemand aus einer anderen Dimension den Würfel hergestellt, ist hiermit hierher gereist. Aber dann verstehe ich nicht, wieso die ganzen Metalle, die man für diesen Würfel anscheinend braucht, ne, dieses Gold, das ist ja, kommt ja nur auf dieser Insel vor anscheinend. Darum haben sie sich ja auch gekloppt. Also Sahara und Paften Corporation waren auf der Suche nach den Artefakten. Schlussendlich auf der Suche nach diesem Würfel, nach diesem Cube. Ein Würfel aus Gold. Gefährlich von wem auch immer, der irgendwas mit Dämonen zu tun hat, mit dem man durch Dimensionen reisen kann. Ist natürlich klar, reiche Leute wollen sowas natürlich besitzen, denn das ist natürlich sensationell. Und Paften hatte es anscheinend weggeschnappt, sozusagen. Sahara, sozusagen, Paften hat es bekommen, Sahara nicht. Diese Insel, ich weiß nicht, vielleicht hat er das unter dem Deckmantel dieses Ferienresorts mit Spa und allem und Golfplatz unter dem Deckmantel dessen auf so einer Urlaub-Entspannungsinsel war der eigentliche Plan, dass sie diesen Cube hier finden, den vielleicht irgendwelche anderen Lebewesen hier gebaut hatten aus diesem Metall. Und darum ging es eigentlich. Dieses Spa und so war nur sozusagen ein kleiner Deckmantel. Es ging um den Cube. Aber weil Sahara auch den Cube haben wollte und wissen wollte, was hier abgeht mit den Artefakten und dem Cube, haben sie diesen Asiaten im Silberanzug hergeschickt, um es auszuspionieren und um zu probieren, ob die nicht den Cube sich noch besorgen können, sozusagen, oder ob sie nicht die Kontrolle über den Cube haben können. Aber der silberne Asiate wurde dann. Das würde eine meiner Theorien tatsächlich bestätigen, bin mir aber nicht sicher, denn als wir zurückkamen, wir waren ja nur ganz kurz da in dieser Dimension, ne? Nur ganz kurz in dieser Dimension. Haben das kurz gesehen, wie die andere Dimension aussieht, dann waren wir wieder zurück. Dann ist die Tür wieder aufgegangen. Und dann war da dieser riesige, eklige Schleimwurm. Das heißt. Hallo? Hallo? Freund? Da war dieser riesige Schleimwurm und das kann natürlich sein, dass das der Asiate dann war.
der, weil er nicht im Cube gestayed ist, sondern außerhalb des Cubes, während er aktiviert wurde, ist er mutiert. Und das war ja eine meiner Ideen, dass die vielleicht, wenn sie, dass die Mutation so entstanden ist, dass wenn man nicht rechtzeitig in diesem Würfel drin war, dass man dann mutiert zu einem dieser abgefuckten Wesen. Zum Beispiel zu dem da. Das war vielleicht auch ein ganz normaler Mensch von früher, der einfach mutiert ist dadurch. Kann natürlich trotzdem auch sein, dass einfach auch Lebewesen aus einer anderen Welt sind, aus einer anderen Dimension, die mitgereist sind im Würfel hierher. Kann natürlich auch sein, aber ich glaube, das mit der Mutation passt ja auch, da der Asiate so einem riesigen Fleischwurm geworden ist. Ne? Ergibt für mich alles Sinn. Und diese goldene Rüstung, die haben wir da unten ja gefunden. Da waren noch irgendwelche Astronauten, ne? Wisst ihr das noch in der Höhle, wo wir die gefunden hatten? Waren irgendwelche Astronauten. Ob die zu den Sektenspinnern gehörten? Vielleicht. Oder ob oh, das sind bestimmt. Ah, warte, das sind bestimmt die Leute aus einer anderen Dimension gewesen. Vielleicht waren das die Leute aus der Dimension, die diesen Würfel erschaffen haben. Wir brauchten ja auch die goldene Rüstung. Die goldene Rüstung hat irgendwas mit den Dämonen auch zu tun, ne? Denn die Dämonen konnten die Türen ja auch nur öffnen mit dieser goldenen Rüstung. Und wir hatten sie dann auch noch weiter an. Ich weiß nicht, ob das. Das wollte ich nicht ausprobieren, aber ich dachte, okay, wenn wir die jetzt automatisch anhaben, vielleicht ist das dann die richtige gegen Dämonen. Und wenn wir normale Rüstung angezogen hätten, vielleicht wäre das dann nicht so gut gewesen. Wisst ihr, was ich meine? Vielleicht war die extra für den Kampf gegen Dämonen entwickelt worden von dieser, von diesen Dimensionsreisenden in den Astronautenanzügen. Vielleicht haben die den Würfel entwickelt und auch diese Rüstung, weil sie beim Reisen durch die Dimension diese Dämonen getroffen hatten zum Beispiel. Und dann haben sie eine Rüstung entwickelt, die gut gegen Dämonen ist. Also jetzt ist doch meine Theorie. Ich glaube. Ach komm. Ich glaube. Dass die Astronauten, die wir da gesehen hatten in der Höhle bei der goldenen Rüstung, dass die den Würfel entwickelt haben zum Zeitreisen, aus einer anderen Dimension kamen. Aus irgendeinem Grund hierher gekommen sind. Was ist dann, was denn der Sinn davon ist, dass hier überall dieses Gestein vorkommt, weiß ich auch nicht. Ob die in deren Dimension auch so einen Stein haben, zu sagen, und dann nur hierher gekommen waren, weiß ich nicht, weil sie gesehen haben, dass hier auch so ein Stein ist. Oder ob sie gedacht haben, okay, hier sind Dämonen. Wir müssen irgendwas gegen die tun oder sowas, keine Ahnung. Vielleicht ist diese Insel echt ein Tor zur Hölle. Keine Ahnung. Denn sonst wisst ihr nicht, was die Dämonen da gemacht haben. Es sei denn natürlich, sie sind aus einer anderen Dimension mitgekommen hierher. Kann natürlich auch sein. Was natürlich sehr gut sein kann eigentlich, denn die Rüstung, wie ich ja glaube, die goldene Rüstung, ist extra gegen Dämonen entwickelt worden. Deswegen kann es gut sein. Oder sie hatten keinen. Oh Gott, so viele Theorien. Oder sie hatten kein Metall mehr in ihrer Dimension und sind auf diese Insel gekommen, auf unsere Insel, um Gold zu finden für die Rüstung, die sie dann herstellen wollen, gegen die Dämonen. Und bei dieser Aktion sind leider Dämonen mit aus der anderen Dimension hierher gekommen, durch Zufall, und leben jetzt hier unter der Insel. So, glaube ich, ist das. Gott. Okay, also, man kann mit diesem goldenen Würfel durch die Dimension reisen. Ich glaube, diese Astronautenleute hatten den hergestellt. In ihrer Dimension sind dann hierher gereist, weil sie, weiß ich nicht, zum Beispiel neues Gold brauchten, um diese Rüstung herzustellen, weil sie vielleicht in ihrer Dimension Probleme mit diesen Dämonen hatten oder sowas und brauchten neues Gold für die Rüstung. Sind hierher gereist, weil sie gesehen haben, okay, in der Dimension gibt es hier noch gibt's Gold, was wir uns holen können auf dieser einen Insel. Haben sie dann auch gemacht. Bloß dabei sind dann vielleicht aus deren Dimension auch Dämonen hierher gekommen. Und haben die jetzt halt alle getötet da unten. Und diesen Würfel wollten dann, und Sahara und Paften haben davon Wind bekommen, dass es irgend sowas hier gibt. Die haben ja eh schon anscheinend, Sahara hat ja auch, das ist das erste Dämonen-Artefakt da, ne, aus Teil 1. Darum können wir gar nicht nehmen, okay. Dieses Dämonen-Artefakt aus Teil 1, das Timmy wiederbelebt hat. Das könnte natürlich, ja, das ist ja auch logisch, das ist ja auch, das sah von der Optik so ein bisschen so aus wie die Stadt, die wir eben gesehen haben für einen kurzen Augenblick. Also die Stadt in der anderen Dimension.
Das Artefakt kommt auch aus einer anderen Dimension. Und das hat nichts mit Aliens zu tun, sondern so wirklich sondern mit anderen Dimensionen, was hier abgeht. Und Paften und... Ist das eine Muschel? Okay. Und Paften und der Sahara haben davon Wind bekommen, dass es irgendwelche abgefuckten Artefakte aus anderen Dimensionen gibt und dass man den Dimensionen herumreisen kann mit diesem goldenen Würfel. Und dann haben sie wahrscheinlich Wettbieten gemacht um diese Insel, als sie gemerkt haben, dass hier vielleicht dieser goldene Würfel, dieser Cube ist, den sie haben wollen. Paften hatte gewonnen. Hat er diesen Würfel anscheinend auch gefunden, denn sonst würde ich nicht verstehen, wieso alle zu Dämonen geworden sind. Nicht zu Dämonen, sondern zu Mutanten geworden sind. Haben ihn aktiviert. Und dadurch sind hier alle zu Mutanten geworden. Vielleicht wurde genau auf der ganzen Insel vielleicht. Denn dieses Video, das wir gesehen hatten, ne, in dem Bewachungsraum bei den Mr. Mrs. Paften in ihrem Bunker. Da sind ja einfach plötzlich alle ohne Vorwarnung zu Dämonen, zu Mutanten geworden. Vielleicht, weil gerade in diesem Moment unten der Würfel aktiviert wurde von irgendjemandem. Und weil sie nicht im Würfel waren... Sie nicht im Würfel waren, sind sie mutiert. Und zwar das Pech von allen, denn so waren die Paftens halt auch Mutanten. Und konnten nichts mehr mit dem, nicht mehr nach dem Würfel suchen. Und Sahara hatte halt natürlich noch seinen silbernen Typen da gehabt, aber der ist dann ja auch gestorben, weil er nicht rechtzeitig im Würfel war. Und ist dann zu einem Mutanten geworden. Oha, oha. Und wieso, aber wieso Timmy und so und sein Vater davon wussten, kann natürlich sein, dass sie nach der Erfahrung, die Timmy da gemacht hat, ne, mit seinem, als er wiederbelebt wurde, mit diesem Artefakt, danach natürlich vielleicht Nachforschung angestellt hat und sich dafür interessiert hat, was da so abgeht. Und dann herausgefunden hat, dass es diesen Würfel auch gibt. Oder herausgefunden hat, dass es außer diesem einen Artefakt noch diesen Würfel gibt. Und dann irgendwie erfahren hat, dass die Paftens diesen Würfel auf der Insel gefunden haben. Und dann mussten die Paftens gesucht werden. Und vielleicht... Es gab ja noch einen anderen Helikopter am Anfang. Wisst ihr das noch? Es gab einen anderen Helikopter am Anfang, der mit uns rumgeflogen ist. Vielleicht waren in diesem Helikopter Timmy und sein Vater. Weil die auch herausfinden wollten, was hier auf der Insel abgeht. Weil die davon wussten. Und die waren dann hier auch mit dem Helikopter. Und haben sozusagen... Wollten diese Suche unterstützen. Der Paftens, weil sie sich mit solchen Phänomenen schon auskannten. Durch Forest Island, mit Mutationen etc. und wollten die unterstützen und dann auch noch gleichzeitig erfahren, was es mit diesem Würfel auf sich hat. Das glaube ich. Du bist ja nicht tot. Das glaube ich. So war das. Okay, das ist glaube ich, ich habe jetzt eine gute Story mir ausgedacht, finde ich. Die ist auch irgendwie plausibel. Ja, crazy Story, ey. Crazy Story. Dann hat Timmy sich danach mit diesem ganzen Phänomen beschäftigt. Und deshalb wusste er auch, wie man den aktiviert, denn er hat ihn ja aktiviert gehabt. Anscheinend, während wir noch, als wir auch drin waren, hat Timmy den ja aktiviert. Timmy und sein Vater wussten Bescheid, wollten hier die Paffens mit suchen und das Geheimnis dieses Würfels ergründen. Und dann hat der Sahara-Typ uns am Anfang abgeknallt. Warum, weiß ich nicht. Ne? Ich glaube, mit der im Anzug hat uns ja aus dem Himmel geholt, als wir die beiden Helikopter da hatten am Anfang. Uns dann niedergeschlagen. Was eigentlich mit unserem Tattoo und diesem Sekt, diesem Kult auf sich hat, Fight Demons, die verehren bestimmt, einfach weil sie nicht wussten, was sie davon halten sollen. Als sie herausgefunden haben, dass irgendwas Abgefucktes, Übernatürliches abgeht, haben sie gesagt, oh Gott, unsere Herren aus anderen Dimensionen, die Aliens mit ihren UFOs, mit ihrem reisenden goldenen Würfel, die verehren wir. Und wieso wir dann zu diesem Kult gehören? Wahrscheinlich, weil wir auch was davon wussten. Das ist dann so ähnlich wie mit Timmy und seinem Vater. Wir wussten, dass hier irgendwas abgeht, irgendwas Abgefucktes abgeht auf der Insel. Und haben uns dann entschlossen, vielleicht freiwillig dazu gemeldet, für die Suche nach den Paftens, weil wir wussten, dass hier irgendwas los ist und herausfinden wollen, was genau hier abgeht. Deswegen gehörten wir zu. Deswegen wussten wir halt, auch weil wir zu diesem Kult gehörten, wussten wir, dass hier irgendwas abgeht. Das kann natürlich sein.
Okay, ja, aber cool. Mal wieder eine coole Story. Also hier ist ja deutlich, man muss viel mehr drüber nachdenken. Ich habe jetzt auch, wie lange habe ich geredet? 20 Minuten geredet, bis ich eine ordentliche Lösung dafür hatte, was die Story jetzt zu bedeuten hatte. Also man muss viel mehr drüber nachdenken, was die Story zu bedeuten hat und wie das hier alles zusammenhängt, als bei Forest 1. Aber easy peasy. In meine Theorie ist logisch. Ah, verrückt. Mal gucken, was bei Forest, wenn es Forest 3 gibt, was da dann passiert. Ob wir da echt dann durch Dimensionen reisen, ob Timmy etc. dann wieder vorkommen. Crazy, crazy, ey. Aber auf jeden Fall war wieder ein geiles Spiel, Forest. Das Spiel ist ja längst noch nicht vorbei, natürlich. Wir werden auch sehr viel bauen, etc. Ach, Kelvin, du bist noch hier geblieben. Das ist ja schön. Ja, praktisch, dass wir ihn wiederbelebt hatten. Lustig. Kelvin, was ging hier ab? Der goldene Würfel. Du hast ihn auch gesehen, du warst mit drin. Verrückter Scheiß, ey. Aber was ist mit Virginia los? Sie ist ja irgendwie zusammengebrochen. Ob sie noch lebt? Kein Plan. Auf jeden Fall erbt sie jetzt dieses ganze abgefuckte Geld. Und diese Insel. Und den goldenen Würfel. Ist der goldene Würfel noch unten drin? Ist der noch da? Der goldene Würfel? Vermutlich. Ne, wir können ja noch mal in den Bunker reingehen demnächst und gucken, ob der noch da ist. Oder ob der Dämonenboss wieder da ist. Das würde ich nämlich nicht feiern. Aber okay, mal wieder spannende Story, Forest, ey. Crazy. War gut. Jetzt werden wir uns damit beschäftigen. Immer wenn neue Updates kommen, werde ich natürlich euch zeigen, was es so für neue Sachen gibt, etc. Wir werden noch hier sehr viel bauen. Sehr, sehr viel bauen. Und dann wollte ich euch nochmal mit Flo eine Runde auf seinem Server was machen. Da werden wir auch schon ein bisschen was gebaut. Und euch das dann zeigen, was wir da gebaut haben. Ja, okay, aber cool. Das Geheimnis des goldenen Würfels, des Zeitreise-Dimensionswürfels. Verrückt. Mit dem man durch die Dimension reisen kann. Und wo dann irgendwie anscheinend Dämonen mit auf diese Insel gekommen sind. Das ist für mich plausibler, als dass das da unten Eingang zur Hölle ist, ehrlich gesagt. Falls dann auch mehr Sinn macht, dass die Dimensionsreisenden hierher gekommen sind, vielleicht um Gold zu holen für die goldenen Rüstungen, die gut sind gegen Dämonen. Ne? Die kommen bestimmt aus irgendeiner Dimension, wo es Dämonen und Aliens etc. gibt. Und das UFO, was die Zeckenspieler an die Wand gezeichnet hatten, könnte der Würfel sein, mit dem die Leute aus anderen Dimensionen herkommen. Halt kein UFO, sondern diesmal ein Würfel und keine Aliens, sondern Leute aus einer anderen Dimension, aber okay. Aber weder Sahara noch Paften haben da etwas von. Alle sind tot. Ja, schade. Außer Virginia. Vielleicht können wir mit Virginia das Geheimnis noch ein bisschen weiter erforschen. Aber okay. Dann war es erstmal mit der Story von Forrest. Wieder sehr, sehr cool, dieses Spiel. Wie immer. Und dann sehen wir uns demnächst wahrscheinlich beim Bauen, würde ich sagen. Oder wenn ein neues Update da ist. Und wir gucken nochmal in den Bunker, ob der goldene Würfel noch da ist, ob wir nochmal damit rumreisen können. Oder ob dieser schleimige Mutant da jetzt noch fortschillt. Ob man da überhaupt noch rein kann, wäre auch interessant zu wissen. Aber okay. Ja, Forest, super Spiel. Jetzt habe ich auch mein für mich schlüssiges Ende, also meine Zusammenfassung euch preisgegeben. Findet ihr die logisch? Ja, ne? Würdet ihr auch sagen, dass das so Strecken gegangen ist? Oder wenn ihr andere Theorie habt, könnt ihr die natürlich gerne auch preisgeben. Aber cool. Forest, immer wieder ein Genuss. Und mit diesen Worten verabschiede ich mich und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Ciao, ciao.